In diesem Video geht es rund um das Thema Sammeln. Denn Sammeln geht auch mit der digitalen Welt in die nächste Runde. Und in diesem Video werde ich auf jeden Fall einige spektakuläre Vorteile von digitalem Sammeln vortragen. Deswegen bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, wenn dich das ganze Thema interessiert. Und wenn du in Zukunft sowieso noch mehr über das digitale Sammeln, zum Beispiel bei Vivi Collectibles, wissen willst, dann abonniere auf jeden Fall unbedingt auch, wie gesagt, meinen Kanal. Denn so verpasst du auf jeden Fall auch keine wichtigen News, was das Thema angeht, um Vivi. Und jetzt würde ich sagen, starten wir aber direkt rein, auch mit dem ersten Punkt. Und der erste Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde, ist Flexibilität. Flexibilität ist extrem wichtig und auch mit dem Handy hat man natürlich heutzutage eine enorme Flexibilität und dieses ist natürlich auch extrem cool für digitale Collectibles. Und ich meine, mein Handy habe ich immer dabei und meine Collectibles dementsprechend auch. Also im Prinzip kann man sie wirklich überall mit hinnehmen, wo man möchte. Man kann sie auch dort platzieren, wo man möchte. Ein weiteres gutes Beispiel ist Comics. Comics sind etwas sehr, sehr Cooles und auch sehr beliebt. Nicht unbedingt in Europa, aber tatsächlich in Amerika. Und dort ist es natürlich dann auch mal sehr cool, sein Comic mal einfach so zu lesen. Sei es, wenn man auf die Bahn wartet oder man wartet auf irgendwas anderes, auf einen Freund zum Beispiel, dann kann man natürlich nicht einfach hier mal sein physisches Comic auspacken und das mal einfach lesen. Klar, kann man auch machen, aber wenn man das gerade sammelt, dann ist das ein bisschen ungünstig. Deswegen bietet sich das an, digital dann zu schauen. Und Vivi bietet mittlerweile auf ihrer Plattform enorm viele Comics. Ich glaube, es sind so in etwa 150 mittlerweile. Lass mich nicht lügen, aber auf jeden Fall hat man dort eine enorme Kompatibilität bzw. Flexibilität mit diesen digitalen Sammlerstücken, weil man sich nicht Sorgen machen muss, ob das Ganze jetzt damit kaputt geht, mit dem man das gerade macht. Wenn man jetzt mal sein Collectible verkaufen möchte oder sich ein neues kaufen möchte, dann geht das auch super einfach, denn das Ganze ist digital und man muss jetzt nicht nochmal ein Paket über die DHL schicken mit Versandkosten und allem, sondern man kann das Ganze einfach digital über den Markt machen, was meiner Meinung nach extrem, extrem wichtig ist, denn damit erreicht man nochmal sehr viel mehr Menschen, die etwas kaufen können und gleichzeitig auch noch sehr simpel verkaufen können. Insgesamt bietet das natürlich sowieso ein sehr gutes Potenzial, weil man mit dem Internet sehr viel mehr Leute erreicht. Man hat sehr viel mehr Leute, die natürlich das Internet nutzen, die daran angebunden sind, als Leute, die jetzt zum Beispiel in einer bestimmten Kunstkategorie unterwegs sind. Dementsprechend hat man sehr viel mehr Leute, die man ansprechen kann. Außerdem ist natürlich in Zukunft auch das Thema Utility bei digitalen Collectibles immer mehr in den Vordergrund gerückt. Und hier bietet auch natürlich das Digitale enorm viele Möglichkeiten. Denn man kann zum Beispiel einfach sein Handy mitnehmen, hier zum Beispiel sein digitales Collectible mit drauf haben und das Ganze zum Beispiel als Eintrittskarte für den Club nutzen. Da gibt es extrem viele Möglichkeiten, wie man digital diese Sachen einsetzen kann. Ob es jetzt als Ticket dient oder auch einfach nur zum Beispiel als Rabattcode. Man hat hier auf jeden Fall eine enorme Möglichkeit, auch zum Beispiel was Airdrops angeht, das heißt, den Sammler zu belohnen, zum Beispiel ein neues Kunstwerk oder eine Eintrittskarte direkt digital zu droppen für einen bestimmten Halter eines NFTs oder eines digitalen Collectibles. Das ist sehr viel einfacher und nicht so umständlich, wie als wenn man das Ganze dann noch über die Post schicken muss. Da muss man die Adresse finden. So hat man seine Wallet-Adresse und das war's. So weiß man dann über die Blockchain, wem gehört jetzt alles ein Collectible und wer braucht hier sozusagen alles eine Karte. Das geht sehr viel einfacher, als wenn man das Ganze über irgendwelche Adressbücher machen muss und so weiter und so fort. Und das ist selbst zum Beispiel nachvollziehbar, wenn jemand das Collectible wiederverkauft an jemand anderen, dann ist es in der Blockchain einfach sehr viel besser. Besser nachvollziehbar und man weiß direkt, an wen man es senden muss. Was natürlich im Digitalen möglich ist, aber im Physischen nicht, sind Animationen. Und Animationen sind meiner Meinung nach etwas sehr, sehr Cooles und bieten an dieser Stelle sehr viel Freiraum und auch sehr viel Kreativität, was in dem physischen Raum einfach schlichtweg nicht gegeben ist. Dementsprechend hier auch ein weiterer wichtiger Vorteil meiner Meinung nach, dass man natürlich für seine Collectibles auch Animationen hinzufügen kann. Ein wichtiger Teil meiner Meinung nach. Klar, ich würde hier auch gerne meinen Comic irgendwie animiert haben, das wird vielleicht auch irgendwann kommen, aber es ist sehr, sehr schön zu wissen, dass man zum Beispiel seinen Darth Vader, den man als Collectible hat, gleichzeitig auch animiert hat, bietet sehr viel mehr Interaktionsmöglichkeiten und auch allgemein ist das einfach ein sehr viel cooleres Erlebnis, als wenn man da einfach nur so eine statische Figur hat, die bei einem rumsteht. Ein wichtiger Punkt unserer Zeit ist natürlich die Klimaerwärmung und dort spielt natürlich auch die CO2-Emission eine enorme Rolle. Das negative Image, was NFTs immer zugeschrieben wird, dass sie ja so CO2-schädlich sind, stimmt so nicht. Jedenfalls bei Vivi nicht, denn Vivi ist zu 99% bzw. ich glaube tatsächlich sogar zu 100% CO2-neutral. Und das ist ein riesiger Fortschritt, denn so werden enorme Kosten von CO2 gespart, um NFTs zu produzieren. Was man aber tatsächlich nicht verdrängen darf. Für physische
Collectibles werden auch massiv CO2-Emissionen produziert. Diese werden natürlich durch das Digitale enorm runtergesetzt. Das heißt, man erreicht sozusagen also auch mit NFTs bzw. digitalen Collectibles dadurch eine enorme CO2-Reduktion, sowie dass zum Beispiel weniger Ressourcen verbraucht werden, weil einfach zum Beispiel kein Öl mehr gebraucht wird, was dann für Plastik verwendet wird, was wiederum dann bei uns als Endprodukt landet. Finde ich persönlich sehr viel besser und ich habe auf jeden Fall auch ein besseres Gewissen, als wenn ich jetzt hier mein physisches Collectible habe, wo ich weiß, dass da vielleicht irgendwelche Kinder in Indien dafür arbeiten mussten. Eine wichtige weitere Komponente ist Augmented Reality bzw. Virtual Reality bzw. auch Mixed Reality. Drei Themen, die eine sehr, sehr große Rolle spielen werden. Kurz zur Erklärung, was Augmented Reality ist. Augmented Reality heißt erweiterte Realität. Virtual Reality, sagt der Name schon, virtuelle Welt bzw. virtuelle Realität. Das Ganze ist in dem Sinne zu unterscheiden, dass du die virtuelle Realität komplett abgeschottet von der normalen Realität hast und das Augmented Reality, dass du sozusagen eine erweiterte Realität hast. Das heißt, du kannst digitale Inhalte direkt in die richtige Welt integrieren, zum Beispiel mit einer Augmented Reality Brille. Und da stehen wir zum Beispiel auch gerade bei Apple vor einem sehr, sehr großen Event, denn 2023 wird wahrscheinlich Apple seine Apple Glasses releasen und dementsprechend wird auch Augmented Reality deutlich präsenter werden in unserem Leben. Dementsprechend kann man auf jeden Fall sagen, Digitales kann man natürlich auch bei Digitalem einpflegen. Dementsprechend werden auch digitale Collectibles, was Augmented Reality angeht, was Virtual Reality angeht, deutlich interessanter werden und auch enorm viel Platz einnehmen. Denn nichts ist wichtiger, natürlich auch im digitalen Raum nachzuweisen, dass man der originale Besitzer dieses und jenes Collectible ist. Denn das wird irgendwann auch sehr wichtig sein. Denn wenn man sich mal anschaut, wie es auch in der realen Welt ist, wenn ich persönlich mit einem Fake-Ferrari ankommen würde, dann würde jeder sofort das merken und sagen, hey, das ist doch der Typ im Fake-Ferrari. Würde man sich kein gutes Image mit aufbauen. Wenn man jedoch mit einem guten und echten Ferrari ankommt, dann ist das Ganze gleich ganz anders. Also es geht auch sehr viel einfach um Angeben, um Flex, um zu zeigen, ich bin der richtige Besitzer eines Collectibles, zum Beispiel in dem Fall dann. Das macht enorm viel aus und das sollte man an dieser Stelle auch tatsächlich nicht unterschätzen. Mit Augmented Reality wird das Ganze natürlich nochmal sehr viel ausgebaut. Das heißt, man kann diese Sachen dann zum Beispiel auch anderen direkt zeigen. Ich kann über meine Augmented Reality etwas droppen, was direkt auch andere sehen, die dann wissen, okay, ich bin der wirkliche Besitzer und ich habe keinen Screenshot oder eine 3D-Aufnahme davon gemacht, sondern ich bin wirklich der Besitzer. Es geht da ganz viel um Flex. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht sehr viel erklären. In Deutschland ist das sowieso nochmal ein bisschen was anderes. Aber wir haben auf jeden Fall mit diesen digitalen Collectibles einfach den Nachweis, dass es wirklich auch mein NFT ist und dass andere das sehen. Und wie gesagt, in Virtual Reality wird das wahrscheinlich auch sehr viel Platz einnehmen. Wenn ich dann zum Beispiel mit meinem Aston Martin jemanden abhole, dann sieht jeder, dass das mein Aston Martin ist und dass das wirklich ein digitales Collectible ist mit der Lizenz dahinter und kein 3D geprintetes Auto, was man sich in irgendeinem Shop irgendwo ziehen kann, sondern das Ganze legal ist. Das hat einen sehr viel höheren Stellenwert als irgendeine Kopie. Ich habe dieses Video gemacht, weil ich wirklich diese neue Art des Sammelns sehr, sehr interessant finde. Und ich muss wirklich sagen, auch bei der kleinen Recherche, die ich nochmal so durchgeführt habe für mich selber, um zu schauen, was gibt es denn alles, wie kann man das Ganze integrieren, da ist es schon faszinierend und man sollte wirklich diese Zeit bzw. auch diese Zukunft nicht verpassen, denn jetzt kann man sich noch gut positionieren, aber in 10, ich würde tatsächlich sogar sagen, in maximal spätestens 5 Jahren ist der Zug abgefahren. Man kann natürlich immer in fortlaufendere Dinge einsteigen, aber die digitalen Collectibles sind jedenfalls jetzt das, was in den nächsten Jahren auf jeden Fall enorm boomen wird. Es ist so wie damals mit Bitcoin. Früher konnte man mit Bitcoin auch nichts machen. Heutzutage kann man damit sogar bezahlen. Man kann viele Anwendungen damit durchführen. Ob jetzt Bitcoin so sinnvoll ist oder nicht, da kann man sich drüber streiten. Aber nichtsdestotrotz kann man mit seinen NFTs, mit seinen digitalen Collectibles in Zukunft sehr, sehr viel machen, wenn es in diese Richtung geht, wo wir hingehen. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich aber natürlich bei dir fürs Zusehen an dieser Stelle und wünsche dir da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Mach es gut, bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.